Ich bin so froh und dankbar, dass ich hier sein konnte, weil das schon total viel bewegt hat. Das ist wieder das Thema bewegen. In mir einfach auch. Und ich habe das Gefühl, dass auch um mich herum schon sich was bewegt dadurch. Hier ist es halt so, man muss halt sein, wie man ist, was ja gut ist. Und sonst hat man halt immer dieses so, oh, ich muss irgendwie jetzt so gucken, dass man so meine Augenbraue und so. Weißt du, was ich meine? Und das geht ja, das ist ja eigentlich total dämlich. Aber bei dir ist es so, ich merke gerade den Unterschied so, das ist voll cool. Das ist mir ganz aufgefallen. Ich habe einfach total, jetzt schon total viel mitgenommen für mich. Ich glaube, vieles muss ich noch verarbeiten und muss im Prozess gehen, natürlich, ist ja klar. Aber ich fühle mich total gestärkt und das ist schön. Und ich fühle mich emanzipiert. Also nicht nur als Frau, sondern generell ich als Individuum und als Künstlerin. Hier fühle ich mich emanzipiert und das finde ich cool. Und auch, wie soll ich sagen, diese Angst, die ich hatte ja kurz vorher, das fand ich auch so cool. Diese Angst, die ich davor hatte, dass ich jetzt irgendwie jetzt mich mal beeilen muss und jetzt bin ich ja schon so und so alt. Die werde ich bestimmt mal wieder haben und so. Im Moment habe ich sie nicht. Aber ich kann mich jetzt an was zurückerinnern, jetzt wo wir das gemacht haben, wenn ich mal wieder Angst haben sollte. Und habe ein bisschen mehr die Entspanntheit, aber nicht im Sinne von, ich kann jetzt faulenzen, sondern eher die Entspanntheit, dass es alles nur mal seine Zeit braucht und das ist auch okay und dass es kein Problem ist, trotzdem. Und ich das machen kann, was ich möchte und davon leben werde. Und das ist schön. Dafür bin ich echt krass dankbar. Das ist echt richtig. Das berührt mich sehr. Super. Hold up, Mr. Lover. Like Prince said, you're a sexy mother. Like real wild B-boy star by the mile. Smooth like skin with a smile. Straight as the fun, I wanna have some fun. Come and give me some of that yum yum chocolate chip hot dip. Can I get a scoop? Baby, take a ride, I'm a coupe. You make me wanna shoot. Aber er hat gesagt, niemand ist verletzt und so, also es war alles gut. Aber witzigerweise habe ich dann mit meiner Mutter telefoniert. Hört sich voll lustig an, wenn ich das mache. Auf. Oh Mann. Lacht sich da kaputt hinter der Kamera. So, ah, alles klar, sie nimmt mich auf. Alles klar. Das war so ein Sat.1-Spiel. Und da wurde ich dann auch als Covergirl eingeladen. Mit diesem Moderator. Also er und zwei von unseren Covergirls, also ich und noch ein anderes Covergirl, saßen dann in einem von den Booten. Und wir wurden auch versenkt. Aber das kam dann auf Sat.1.